Der erste Betrüger versucht mich wohl mit Glückspfeilen finanziell zu erledigen. Ich bin der Kreuzritter-Crusher und heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video auf meinem kleinen Scambeta-Kanal. Arrow Fortune nennt sich die Betrügerfirma, um die es heute geht. Die sehr treffsicher sind die aber wirklich nicht. Nach dem Intro hört ihr den ersten Fehlstoß. Viel Spaß dabei! Jo, moin. Guten Tag, Herr Losmann. Mein Name ist Antonio Berg. Ich rufe Ihnen an, weil Sie ja gerade eine Anmeldung gemacht haben bei Gasprofit. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihren Handelsaccount zu erstellen. Jo, das ist mal gut, ne? Ja, okay. Dankeschön. Womit haben Sie Ihre Anmeldung gemacht? Mit Handy oder per PC? Am PC? Mit dem Computer. Mit dem Computer, okay. Wollen Sie mit dem Mindestbetrag anfangen? 250 Euro oder? Das weiß ich ja, das habe ich so genau habe ich das noch gar nicht gesagt. Okay, ja, danke schön. Ja, das sind meine Fragen, das sind ganz normale Fragen. Haben Ja. Sie Erfahrung in dem Bereich, Herr Losmann? Nö, ich habe nur mal ein bisschen was darüber gelesen. Okay. Ihre E-Mail-Adresse lautet ludger.losmann@gmail.com, stimmt das? Das ist richtig, ja. Okay, danke schön. Wollen Sie die Einzahlung durchführen mit Kreditkarten oder Bankdaten? Ich würde, wenn würde ich das per Bankpaten machen. Bankdaten, okay. Sie werden gleich von meiner Assistentin Steven Brown eine E-Mail bekommen. Öffnen Sie gleich jetzt Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Also Jo. den, den. Wollen Sie Okay. mir vielleicht erstmal verraten, was ich bei Ihnen so verdienen kann? Das ist doch interessant. Ja, mit zwei und ja, okay, das kann ich Ihnen verraten. Also verraten, was heißt verraten? Ich kann Ihnen irgendwie beraten. Sagen wir mal so, mit 250 Euro, ich werde nicht sagen, dass Sie viel, viel Geld verdienen werden. Das ist, vielleicht können 200, 300 oder 500 manchmal oder. Manchmal kann man ja auch verlieren. Das Risiko ist ja auch da. Also, das geht nicht nur um Gewinnen. Unsere Aufgabe, also von meiner Firma, ist, Ihnen zu schützen und Ihre Investitionen so gut zu schützen oder besser gesagt, das Risikomanagement, also den Risiko zu streuen, also Ihr Account, Ihr Portfolio zu diversifizieren, damit das Konzentrieren Risiko sich doch gleich mal ein null. bisschen, ne? Ja, wie meinen Sie das? Ja, sie stammeln Ich so. habe Ihnen gesagt, ja, genau. Also von 250 Euro, Herr Lossmann, gehe ich davon aus, dass höchstens, also im Monat 200, 300, 500, weil wenn ich Ihnen mehr sage, dann heißt das, dass Sie mehr Risiko eingehen müssen. Also wenn Sie mehr Risiko eingehen, dann kann es sein, dass Sie diese Kapital verlieren können. Also ich kann Ihnen raten davon, weil Sie können mit 250 Euro auf 10.000 Euro einsetzen durch Hebel und ein paar Tools, die unsere Plattform anzubieten hat. Aber das ist eine Zockerei danach. Ich meine, im besten Fall können Sie mit 250 Euro, also jeden Monat vielleicht 200, 300, manchmal so, manchmal so. Also dieser Bereich ist, also wo Sie spielen, also um den Bereich, also 10.000 Euro, 5.000 Euro mit 250 sind nicht drin. Das kann ich Ihnen vorher sagen. Also ich will Ihnen nicht belügen und sagen, irgendwie, da kann man sofort gewinnen. Also die Rendite sind da. Unsere Firma bezahlt die beste Rendite fast in die ganze Branche. Aber das heißt nicht, dass Sie so und so viel verdienen können. Also das ist, ich bin ehrlich zu Ihnen. Und wie gesagt, Machen haben Sie Sie noch das den welche ersten Fragen, Herr Tag? Lossmann? Machen Sie das den ersten Tag? Sie stammeln so sehr. Machen Sie das den Okay. ersten Tag? Wie meinen Sie ersten Tag? Ob Sie das den ersten Tag machen? Sie stammeln so sehr. Sie konzentrieren sich ja gar nicht. Sie können ja gar nicht richtig beraten. Also, Sie wollen sich beraten lassen oder was meinen Sie jetzt damit? Ich bin nur eine.
Sie sind Herr Lossmann, hören Sie mal ganz genau zu. Ich weiß, was ja, ich Sie höre meinen. Die ganze Zeit zu, aber Sie stammeln so dermaßen. Ich weiß, unterbrechen Sie mich doch bitte nicht. Ich war noch am Reden. Ganz gut. Ja, dann lassen Sie mich also bitte ausreden. Lossmann heißt nicht, dass es alle Wisse ist. Also ich merke es, was Sie meinen. Und da können Sie, ich weiß aber nicht, bitte was... Deutsch. Ja, dann genau. Reden Sie da bitte mal Deutsch, weil ich verstehe gar nicht, ja, was okay. Sie sagen. Ja, ja. Herr Lossmann, wenn Sie Schlaumeier zu spielen versuchen, das wird es nicht Ihnen gelingen. Ich verstehe Sie doch gar nicht. Ich verstehe Sie doch gar nicht. Bleiben Sie mal cool. Ich bin ganz cool. Zu schreien. Ich schreie doch gar nicht. Ja, dann haben Sie die Stimme so, oder? Haben Sie ja, das ist meine ganz normale Stimme, richtig. Okay, und was wollen Sie von mir wissen jetzt? Ja, ich habe doch gefragt, ob Sie das den ersten Tag machen. Ja, also mein Job. Ja, genau den Job. Richtig, ja, genau den. Wie kommen Sie darauf? Das hatte ich Ihnen doch gesagt. Sie stammeln so dermaßen. Ja, wie meinen Sie das? Ja, dann lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie unterbrechen mich doch permanent. Sie stammeln und stottern so. Ja, ich stotter. Warum soll ich stottern? Hör mal zu, du. Warum duzen Sie mich? Warum duzen Sie mich? Ja, weil Sie sind ja zu mir gekommen, nicht Sie. Sie haben mich doch angerufen. Ja, nein. Sie haben mich doch angerufen und nicht ich Sie. Sie haben ja Ihre Daten, habe ich Ihnen Daten geklaut? Das weiß Sie ich ja nicht. Sie sind auf unserer Plattform. Ja, genau. Sie sind auf unserer Plattform, haben die Anmeldung gemacht. Da muss ich Ihnen ja anrufen. Wozu haben Sie Ihre Telefonnummer angegeben? Ja, geben Sie mir einen Grund. Ja, wenn ja, Sie mich... Was denn? Einfach mal durch ausreden lassen! Du Idiot! Ey, du Spinner! Ja, fick dich, Arsch. Dummer Betrüger! Für den zweiten Versuch dieser Firma täuschte ich eine Sprachbehinderung vor, da meine Stimme in Betrügerkreisen schon sehr bekannt ist. Das ist zwar nicht sonderlich fein, aber manchmal heiligt der Zweck dann halt doch die Mittel. In jedem Fall ist es nicht so zu verstehen, dass ich mich über Menschen mit Sprachfehler lustig mache. Ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist. Was ich allerdings nicht akzeptieren kann, sind die Dinge, die diese Betrüger machen. Am Ende in der Auflösung hört ihr noch einige meiner Kollegen, die mich im Call unterstützt haben. Und nun viel Spaß mit meinem vorgetäuschten Sprachfehler. Guten Tag. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Herr Mayer. Mein Name ist Heidi. Heidi Simpson. Ich melde mich von Old Profit. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Den Umständen entsprechend. Entschuldigung? Können Sie bitte mit mir Hochdeutsch sprechen, Herr Mayer? Das ist eine hochdeutsche Sprache. Ja, aber ich verstehe Ihre Dialekt, ich verstehe gar nicht, Herr Mayer, Entschuldigung. Ich habe einen leichten Sprachfehler. Okay. Also, ich bin ein Account Manager und wir haben jetzt Ihre Registrierung oder Anmeldung erhalten über Oil Profit Investitionen und bin eigentlich hier, um Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen, okay? Okay, und vielleicht Sie haben Erfahrung in diesem Beruf oder das ist die erste Mal und ganz neue für Ihnen, Herr Mayer? Nee, ich habe einen anderen Beruf. Okay, aber Sie haben keine Erfahrung mit Investitionen. Ist das richtig, oder? Ja, ich habe keine Erfahrung. Okay. Und möchten Sie am besten Geld verdienen, vielleicht mit unserem System arbeiten, Herr Mayer? Was denken Sie? Ich denke, dass ich das mal ausprobieren will vielleicht, wenn Sie mir ein bisschen was darüber erzählen. Vielen Dank, herzlichen Dank. Also, Sie können eine Woche oder zwei Wochen, 15 Tage, einen Monat, zwei Monate probieren erstmal. Überall, wie funktioniert. Wie ist diese Möglichkeit? Was kann man machen mit diesen Profiten? Und natürlich, Herr Mayer, ob diese Erfahrung ist für Ihnen neue, Sie können mit einem finanziellen Experte arbeiten, mit einem Finanzberater. Natürlich, er hat
15 Jahren Erfahrung mit diesem Beruf. Und sie kann nicht telefonieren. Ach, wer ist in der Drecksleitung? Ja? Hallo? Hallo, Herr Mayer, bin ich Heidi wieder? Hallo? Warum haben Sie denn aufgelegt? Also, denn, nein, der Verbindung war weg. Herr Warum? Mayer. Von wo aus rufen Sie denn vielleicht an? Vielleicht Ihr Handy. Ich habe kein Handy, ich habe ein Telefon, ein Festnetztelefon. Ja, das ist ein Handy auch, Herr nein. Mayer. Also, nein, das ist kein Handy. Das ist ein, das heißt Landline. Ja, okay, kein Problem. Wir sind hier auch. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, danke schön. Also haben Sie entschieden, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen oder noch nicht? Ich wollte eigentlich mal ein bisschen Informationen kriegen darüber. Ja. Können Sie mich beraten? Wie bitte? Können Sie mich beraten? Ich kann Ihnen erklären, Sie haben mir gehört, was ich habe erklärt. Das ist eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen online, automatisch oder manuell. Sie arbeiten mit einem finanziellen Experten, Herr Mayer. Und das ist eine Möglichkeit, mit Aktien, Devisen, Rohstoffe, Kryptowährungen, Währungen und mehr zu investieren. 21.000 Instrumenten und Möglichkeiten Sie haben dabei, okay? Und jo. Natürlich, ich habe Ihnen gesagt, Sie können erstmal probieren, wie ist überall. Und danach am Ende Sie entscheiden, ob Sie möchten mehr profitieren bei uns oder Sie möchten Ihren Betrag zurücknehmen von ja. Investitionen. Ja, und wie genau macht man das jetzt? Das haben Sie noch nicht gesagt. Kaufen und verkaufen, Herr Mayer. Kaufen und verkaufen, um Geld zu profitieren online. Zum Beispiel, Sie kaufen Aktien, Sie kaufen Devisen, Sie kaufen Rohstoffe und danach Sie verkaufen. Und wo kaufe ich die? Sie werden nicht allein bleiben. Mit Ihrer Online-Handel. Hallo? Und wo kaufe ich die? Nein, unsere Finanzexperte macht das für Ihnen, hilft Ihnen, arbeitet für Ihnen auch. Miteinander. Ah ja. Verstehen Sie mich schon? Ja, schlecht. Sie haben einen komischen Dialekt. Ja, weil ich bin Amerikanerin, Herr Mayer. Ah, von wo sind Sie denn in Amerika? New Jersey. Ah, mein Vollname ist Heidi Stinson, Herr Mayer. Ah, okay. Okay. Verstehen Sie mich schon? Ja, hören Sie auch, was ich sage? Ja, und was brauchen Sie mehr jetzt? Ja, wenn ich jetzt Geld investieren will, wie mache ich das denn nun genau? Ich helfe Ihnen Schritt für Schritt, okay? Wir können zusammen eine Überweisung... Erzählen Sie doch erstmal, wie das geht. Okay. Erstmal, wir aktivieren Ihres Konto dabei mit 4 oder 5 Methoden. Also man kann eine Überweisung machen mit Kreditkarte, Online-Banking, mit Bitcoin oder Kryptowährungen, Bank zu Bank. Ist ja egal, kein Problem. Und die zweite, wir verifizieren Ihres Konto, Herr Mayer, natürlich mit Ausweis, mit Proof of Payment, das heißt auf englische Sprache, aber mit einer Bild von die Überweisung, Sie haben gemacht und weiter. Und am Ende, was Sie nehmen volle Kontrolle, Sie einloggen in Ihr Konto und Sie nehmen volle Kontrolle bei unserem System, unserer Firma auch. Okay? Danach, Sie haben eine kurz und punktlicher Termin mit Ihrem persönlichen Finanzberater. Sie entscheiden, in welchen Methoden Sie möchten mit uns arbeiten, für 5 Minuten pro Tag oder 20 Minuten pro Woche, Herr Mayer. Sie schauen überall, wie funktioniert alles und dann, ob Sie möchten, mehr zu profitieren bei uns,
natürlich, wir können das machen. Oder Sie können, oder Sie möchten vielleicht Ihr Geld zurücknehmen. Das ist ja kein Problem. Sie können das auch machen. Verstehen Sie mich schon? Ja, aber diese Seite Ölprofit-App, da konnte ich ja nirgendwo einzahlen. Wo mache ich das denn? Deswegen bin ich hier, und wie ich habe gesagt früher, ich bin Ihr Account Manager, Herr Meier. Ich helfe Ihnen alles mit Ihrem Konto, Überweisung, Verifizierung, wie funktioniert Ihr Konto und alles, ja, überall. Okay? Ja, ich habe ja gefragt, wo muss ich denn dann jetzt das einzahlen? Wie möchten Sie das machen? Mit Online-Banking oder Kreditkarte, Herr Meier? Erstmal wollte ich wissen, wo ich das einzahlen muss. Mit einer europäischen Bank oder mit einer englischen Bank, das ist ja kein Problem. Egal, wir sind eine internationale Firma. Und danach, Sie verifizieren Ihr Konto, wie zum Beispiel Sie öffnen eine deutsche Bankkonto dabei in Deutschland und Sie verifizieren Ihr Konto, das ist ja egal. Ja, gut. Dann deutsche Bankkonto ist klingt gut. Nein, deutsche Bank nicht, weil Sie bezahlen sehr viel Steuer, Herr Meier. Sehr viel Steuer mit deutscher Bank. Nee. Mit 50 Ländern. Warum unterbrechen Sie mich dauernd? Okay, am Ende, Sie machen eine Transaktion von Ihrer Bank nach dem Ihrem Konto direkt, Herr Meier. Und Sie können das mit einer Bank-zu-Bank machen, das Überweisung, oder mit direkt in Ihrem Online-Handelskonto. Und dabei, wo schauen Sie diesen Betrag? Also, der Mindestbetrag ist natürlich 250 Euro, okay? Und Sie können das schauen direkt in Ihrem Konto. Und jetzt, Sie schauen Profite jeden Tag. Verstehen Sie mich schon? Ja, aber ich hatte gefragt, wohin ich das Geld überweisen muss. Bank zur Bank, Herr Meier. Ja, ich kenne Ihre Bank doch nicht. Also, ganz klar, Herr Meier, ich habe Ihnen früher erklärt, ich kann Ihnen mit alle von Überweisen zuhelfen. Ja, dann sagen Sie doch einfach, welche Bank Sie haben. Bei dem Plattform, wo Sie haben jetzt die Anmeldung gemacht. Da ist nichts mit Überweisungen, war nicht zu sehen. Deswegen habe ich Ihnen angerufen, weil Sie würden das nicht selbst machen. Das können Sie, Sie haben mir gesagt, das ist Ihr erstes Mal, ja? Alles ist neu für Ihnen, ja? Ja, aber ich habe bei Ölprofit. Hallo, ja? Hallo. Sie haben gesagt, dass ich das Geld auf der Ölplattform da überweisen soll. Da kann man nichts überweisen. Also von einer Tasche in eine andere Tasche. Beide Taschen haben Ihre volle Name dabei, sind Ihre Konto. Okay? Aber ich kenne doch Ihre Bank nicht. Online-Handelkonto, ich, Herr Meier. Wenn ich bei Ihnen Geld überweisen soll, dann muss ich Sie sollen nicht mich nicht dauernd unterbrechen. Mich einfach mal ausreden lassen. Ich lasse Ihnen mit meiner Experte. Sie machen was? Ja, hallo, Herr Meier. Ja? Wer ist da? Schönen guten Tag, Enzo Merck am Apparat. Ich hoffe, bei Ihnen alles gut ist. Ja, nicht ganz so gut. Ihre Kollegin will mir Ihre Bank nicht verraten und will aber Geld von mir haben. Sie möchte Geld von Ihnen haben. Wo haben Sie das verstanden? Das hat sie so gesagt. Was hat sie gesagt? Erinnern Sie sich immer, ne? Können Sie das wiederholen für mich, bitte? Nein, weil ich habe einen Sprachfehler. Okay, ich verstehe, ist ja kein Problem. Achso, was war das Problem? Sie haben eine Anmeldung bei Ölprofit gemacht, ja? Stimmt das? Ja, und da wollte ich überweisen, aber bei Ölprofit kann man nicht irgendwie Bankdaten sehen. Ja, natürlich kann man nicht die Bankdaten sehen, weil sie können
nicht die Bankdaten dort lassen, weil dann alle machen die Überweisungen so und dann wir wissen nicht, wer das gemacht hat, weil wenn man eine Überweisung mit den Bankdaten macht, wir müssen ein Bild davon haben, damit wir ganz genau wissen, dass der hat die Überweisung gemacht und nicht jemand anderes ja, über ihre Bank. Das Problem war, Ihre Kollegin hat mich angeschrien, weil ich die Bankdaten nicht gefunden habe. Vielleicht hat sie nicht verstanden, weil ich weiß nicht, mit welchem Kollege waren Sie, wie heißt Sie, erinnern Sie sich immer noch? Nee. Heidi. Heidi. Also ja. Heidi ist Amerikaner, sie spricht ja nicht so gut Deutsch. Vielleicht hat sie ihn nicht verstanden oder so. Haben sie sich verstanden miteinander? Nee, die war sehr frech. Okay, Sie haben ja nicht verstanden. Okay, aber mich haben Sie ja schon verstanden, was ich meine mit den Bankdaten. Wir können nicht dort bei der Website Old Profit lassen, oder? Ja, okay. Ist ja so ganz einfach. Aber wir können ja auch so machen. Diesem E-Mail ist ja richtig hier bei uns, ja? maya123@mailbox.org, ja? Ja, das ist meine. Okay, wunderbar. Dann ich kann ja für meine Assistent sagen, Steven Braun heißt er ja, der kann Ihnen eine E-Mail mit den Bankdaten schicken, wo Sie die Überweisung machen können durch Ihrem Online-Banking. Dann, wenn Sie die Überweisung gemacht haben, schicken Sie ein Bild für E-Mail wieder und dann logge ich Ihnen ein. Bei Ihrem Plattform und schauen Sie auch die Geld, was Sie bezahlt haben für die Kontoaktivierung und mit den Investitionen auch zu anfangen. Ja, okay, dann... Möchten Sie das? Ja, dann warte ich jetzt auf die E-Mail. Okay, warten Sie mal hier. Okay, wunderbar. Also, Herr Mayer, hören Sie mich? Sind Sie noch da? Ja. Okay, wunderbar. Wie machen Sie das? Durch Ihrem Handy oder durch Ihrem Computer? Mit Computer. Haben Sie Ihren Computer schön angeschaltet, ja? Nein. Okay, Sie können das langsam machen und dann können Sie mich gerne auf Lautersprecher stellen, damit wenn Sie zum Beispiel eine Hilfe brauchen, dann können Sie mir Bescheid sagen. Oder ist ja besser, wenn ich so am Telefon bleibe, weil wenn Sie das gemacht haben, schicken Sie ein Bild und dann logge ich Ihnen sofort bei Ihrem Plattform an, okay? Mhm. Dann schalten Sie Ihren Computer an und ich werde Ihnen Bescheid sagen, wenn Sie das bekommen haben. Ich habe noch eine Frage. Ihre E-Mail ist jetzt gekommen. Okay. Welche Firma sind Sie denn? Welche Firma? Achso, wir sind bei dem Oil Profit auch, aber unsere echte Plattform heißt Aero Fortune. Dort haben Sie die Möglichkeit, bei 71.000 Instrumenten zu investieren, wie Oil, Gas, Gold, Metall. Wie heißt Ihre Plattform? Können Sie das mal buchstabieren? Achso, Aero Fortune. Ja. Und weiter? Das ist unsere Plattform, Aero Fortune. Was müssen Sie mehr wissen? Ja, ist das .de oder was? Eine Plattform, eine Internet-Adresse. .com. Okay. C-O-M. Okay, das hatten Sie nicht so gesagt. Tut mir leid. Also, weil ich habe nur Aero Fortune gesagt und ich habe ja nicht weitergedacht. Ja, weil Ihre E-Mail ist nicht von einer Firma. Ihre ist von E-Mail. Meiner Assistent. Lass nicht unterbrechen, bitte. Einfach zu Ende reden lassen. Ja. Das ist eine E-Mail von gmail.com und nicht von Aero Fortune. Aber lesen Sie dort Steven Braun, ja? Ja, aber es ist nicht eine Adresse von einer Firma, es ist von Gmail. Steven Braun ist unser Assistent von unserer Firma. Möchten Sie aber nicht von die E-Mail-Adresse Unterbrechen Sie mich nicht wieder, ja? Lassen Sie mich bis Ende reden, wie ich Ihnen gelassen habe. Okay? Möchten Sie ja auch unsere Plattform dort haben für die E-Mail? Sie können das auch gern machen, wenn Sie ja möchten. Ist ja kein Problem für uns. Aber das ist unser Assistent. Ich habe Ihnen schon früher gesagt. Der heißt Steven Braun.
Ja, und jetzt ja. Darf ich wieder sagen? Ja, natürlich. Wenn Sie eine Firma sind, dann haben Sie eine Adresse von einer Firma und nicht von gmail.com. Natürlich, aber eine Firma hat ja auch eine Adresse von gmail.com. Nein, eine Firma hat immer eine Firmen-E-Mail-Adresse. Herr Mayer, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? Ich weiß, dass Mercedes zum Beispiel nicht von gmail.com ihre E-Mails beantwortet. Mercedes? Oder auch andere Firma, zum Beispiel die Sparkasse schreibt auch nicht von gmail.com, sondern von Sparkasse. Die Sparkasse ist eine Bank. Ja, aber Sie haben eine Adresse. Sie unterbrechen mich dauernd. Sie haben eine ganz normale E-Mail-Adresse, nicht von einer Firma. Ich möchte gerne eine E-Mail-Adresse von einer Firma haben und nicht von einem irgendwem. Was würde das ändern? Das wäre, dass ich dann weiß, dass Sie wirklich von dieser Firma sind. Wir können Ihnen die Firma dort schicken. Er ist meine Assistent. Achso, Sie können einfach eine E-Mail mit der Adresse aarofortune senden. Und nicht von gmail.com. Werde das wieder. Nein, das ist nicht. Das ist wieder Gmail. Sie verstehen das nicht, hä? Natürlich verstehe ich das. Sie können mir das nicht sagen, dass ich das nicht verstehe. Ich verstehe das nicht. Ja, dann antworten Sie von Steven Braun Office 2024 at AeroFortune. Ja, das ist unsere E-Mail. Ja, von meinem Assistent, von unserem Team. Nein, wenn Sie, ist es hören nicht. Hören Sie mich beende bitte. Unterbrechen Sie mich nicht. Also langsam habe ich die Schnauze voll von dir, dummer Scammer. Du bist zu dämlich. Du bist dämlich. Ja? Du bist ein dummer Scammer. Lassen Sie mich bis Ende reden. Nein, lass ich nicht. Du bist so dämlich. Warum denn? Du hast es gar nicht verstanden. Gmail.com. Welche Firma sendet von gmail.com? Ich lach dich aus, dummer Scammer. Ja, genau. Du hast verstanden, dass du dumm bist. Richtig. Du bist verstanden, dass du dumm bist. Ja, genau. Das beweist, dass du ein Betrüger bist. Hey, du kleiner Betrüger, wie geht's dir? Alles gut? Ich bin der Horizont und du hast doch gar keinen Schwanz. Wen willst du denn ficken? Du bist doch selber eine Tussi. Das ist jetzt ein Montag, sie weiß nicht, ob ich einen habe oder nein. Bist du der 23? Ich erkenne den Typ, das ist der Typ, der auf Kinder und Tiere steht. Oh, jetzt ist er raus. Scheiße. Ich denke, zu diesem Idioten muss man nichts mehr erklären. Am Ende geben die sich doch immer als Betrüger zu erkennen. Ich danke meinen Kollegen, die am Schluss zu hören waren. Falls ihr sie nicht erkannt habt, es waren Freddy von Callcenter Nightmare, Ziggy Scambuster und die allerseits bekannte Telefonziege. Danke. Die Kanäle der befreundeten Scambater findet ihr in der Videobeschreibung. Bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen, aufmerksam zu bleiben und euch nicht abzocken zu lassen. Euer Callcenter Crusher.